Hallöchen Leute und Freunde, es ist mal wieder Meme-Meme-Meme-Mittwoch! Und das bedeutet, es ist genau eine Woche her seit dem letzten Video. Und was soll ich sagen? Danke! Also ihr haut mich echt um mit all eurem Support. Abonniert den Kanal kostenlos und bleibt weiter mit dabei. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, denn ihr macht mein Leben jeden Tag ein bisschen schöner. Ach so, und ja, es geht mir besser. Ich habe heute mal nicht an der Nachbarskatze gerochen. Also heute keine Allergie am Start, auch wenn ich irgendwie nicht so klinge. Wir müssen allerdings mal über etwas reden. Als ich letzte Woche darüber, sagen wir mal, mich ein wenig echauffierte, dass Streamerinnen und Influencerinnen ihr lecker Schmecker Badewasser verkaufen, da hatte ich erwähnt, dass ich Lollis verschenken werde, die ich persönlich anlecke. Okay, Leute. Ich weiß nicht, was los ist mit euch, aber ihr seid ja mal die krasseste Kommune ever. Auf der einen Seite rührt es mich ja, dass ihr auf der gleichen Humorwelle reitet. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob wir gerade alle gemeinsam ganz romantisch zur gleichen Zeit unseren Verstand verlieren. Denn ich bekomme tatsächlich Nachfragen, wo und wie man diese Lollis von mir bekommen könnte. Kannst du mir so einen schicken? Ich will auch so einen haben. Leckst du die auch wirklich an? Ernsthaft? Wisst ihr was? Ich erweitere und gebe noch ein Tässchen von meinem feinsten Duschwasser dazu. Ihr könnt es auch trinken oder einfach ins Regal stellen, denn was man mit dem Badewasser gewisse Ladies machen soll, das sagt einem ja schließlich auch keiner. Und bevor ich mir jetzt wieder ein ASMR-Dings anhören soll, machen wir einfach weiter. Ich habe übrigens Baguette-Bäder gefunden. Je nachdem, wie lange er da so fährt, wird's schon sehr lecker mit dem Brot. Und dann kommen wieder so Leute, die sagen, selber schuld. Ja, selber schuld, selber schuld, selber schuld. Oh. Lernen und Erfahrungen gehören zum Leben halt dazu. Allerdings kann man ja auch vieles von anderen lernen. Zum Beispiel, dass wenn ich mit meinem Mofa durch eine dicht befahrene Stadt fahre und dabei offene Lebensmittel aus meinem Backpack quellen lasse, werden die Abgase mit Sicherheit im Essen landen. Aber gut, selber schuld. Da helfen jetzt nur noch Blumen. Es gibt übrigens zwei große Fails in meinem Leben, die sich ständig wiederholen. Der erste Fail ist, jeder schreibt meinen Namen erstmal mit einem extra E hinten. Wenn ihr nach mir googelt, dann bitte ohne E hinten. Einfach Leonie Lu, so wie man es spricht. Danke, Leute. Und das zweite ist, wenn ich erwähnte, dass mein Vater Pfarrer ist, wurde ich was gefragt? Genau, katholisch oder evangelisch? Uff, da muss ich ganz dringend los. Lollis und so. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, wir verlieren doch einfach gemeinsam unseren Verstand. Bis nächsten Mittwoch und bitte schreibt wenigstens meinen Namen richtig. Hab euch lieb und lasst ein Like da. Ciao!